Das Schöne am Puget Sound ist, dass man von Wasser umgeben ist. Hier möchte ich aufwachen und den Anblick genießen. Wir wohnen südlich von Seattle und wir wollen in den Puget Sound, um direkt am Wasser zu leben. Hier gibt es viele gute Schulen für die Mädchen. Am Wasser ist jeder Tag anders. Wir brauchen viel Platz für uns. Als einziger Mann brauche ich einen Rückzugsort. Ich wünsche mir eine Einliegerwohnung für die Teenies und ihre Freunde. Wir brauchen einen Ort, wo wir unter uns sein können. Schreiende Babys muss man mögen. Das Haus muss pflegeleicht sein. Ich will nicht ständig putzen. Unsere Grenze ist 1,5 Millionen. Wir besichtigen aber auch teurere Objekte. Man weiß ja nie. Jetzt sind wir raus aus der Stadt. Du willst Ruhe? Die bekomme ich. Der Preis wurde gesenkt. Von 1,5 auf knapp 1,3 für 609 Quadratmeter. Riesig. Das ist es. Viel Haus. 7 Zimmer, 6 Bäder. Schauen wir mal. Fantastisch, die hohe Decke. Parkett. Viel Parkett. Das habe ich mir gewünscht. Das Panorama ist einmalig. Aus jedem Fenster. Und alle Fenster sind aus Holz. Klasse Kücheninsel, um das Essen vorzubereiten. Müsste man erneuern. Die Arbeitsplatten? Die Geräte. Aber überall das schöne Parkett. Oben sind 3 Schlafzimmer und die Master Suite. Wow, wie unten. Die Aussicht ist noch besser, hätte ich nicht gedacht. This is great. Zum Master. Ich mag die Atmosphäre. Riesig. Mit Panoramablick. Aber ich möchte die Etage nicht mit Teenagern teilen. Schwierig. Das Bad ist nicht groß, hat aber alles, was man braucht. Eine Toilette mit Aussicht. Traumhaft. Aber man sieht rein. Ein großes Zimmer, aber leider ohne Meerblick. Fürs Baby okay? Ihr ist es egal. Noch. Nun ins Kinderreich. Hier könnten die Mädchen unter sich sein und ihren Mittagssnack zubereiten. Hübsche Aussicht. Selbst im Souterrain. Mehr Schlafzimmer. Schön. Hat Kellerscharme, dafür ist man ganz ungestört. Was für Kaya und Brooklyn? Wahrscheinlich mit Zugang zum Außenbereich. Was ist hier zu tun? Die Aussicht lenkt vom Boden ab. Ein unbeschriebenes Blatt. Vielleicht. Wir kommen jetzt in das idyllische Städtchen Vashon. Hier trifft sich alles. Ein Stau aus 40 Autos. Das Haus hat bisher nur 3 Schlafzimmer und 3 Bäder. Aber der Dachboden ist noch nicht ausgebaut. Das könnten wir nachholen. Klingt gut. Für 1,75. Dann ist hoffentlich nicht viel zu tun. Ich gebe gern etwas mehr für ein kleineres Haus aus, wenn es geschützt liegt. Tudor-Stil. Hübscher Fenster. Der Garten ist gepflegt. Beeindruckend. Tolles Haus. Unbeschreiblich. Stately. Edel. Genau. This is nice. It's beautiful. Nutzen wir es als mein Büro? Herrlich. Das wünscht man sich.
Viele Bäume. Man sieht keine Nachbarn. Viel Platz für die Familie. Excellent. Große Küche. Für Partys nett, aber sonst nicht so praktisch. Ich würde den rausschmeißen, damit mehr Platz ist. Prima, Elektro- und Gasherd. Schauen wir raus. Hier wären wir oft. Hübsch. Viel Platz. Teilweise überdacht. Ganz ungestört. Perfekt. Hübsche Treppe. Schön breit, mit soliden Holzstufen, die nicht knarzen. Ein Zimmer. Ich mag die Schräge. Mit Aussicht, da fällt Ihnen die Wahl nicht schwer. Und hier? Mein Büro. Hier sehe ich mich. Ich muss den Stuhl ausprobieren. Sieht gut aus. Und weiter. Flügeltür zur Master Suite. Wow. Riesig. Plus Panoramablick. Schick. Zwei Waschtische. Gefällt mir. Prima. Sogar ein Bidet. Perfect. Europäisch. Und da ist der Dachboden. Er lässt uns viele Optionen. Würde gehen. This definitely could work. Was denkst du? In dem Haus haben wir viele Möglichkeiten. Als Makler finde ich das Haus fantastisch. Es gibt schön separierte Bereiche und den Dachboden könnten wir für die Mädchen ausbauen. Viel Privatsphäre. Direkt am Wasser. Die Mädchen könnten hier mit ihren Freundinnen spielen. Alles ist sehr gepflegt. Ein wundervolles Domizil. Ein tolles Haus. Vielleicht kann man den Preis verhandeln. Es ist schon länger auf dem Markt. Probier's. Mach ich. Mein Favorit ist das North End House. Aus meiner Sicht als Immobilienexperte ist der Preis nicht zu schlagen. Es ist riesig, aber die Mädchen könnten ja mithelfen. Sie sind bestimmt motiviert. Wer sein eigenes Bad will, kann es auch putzen. Warum nicht? Haben wir uns entschieden? Das ist es. Wunderbar.